Wunderschönen guten Tag, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ihr seht's, heute gibt es ein neues Fahrrad, und zwar mein NS Movement. Dazu gibt es noch ein paar fresh Teile von Spanx, und wir bauen das jetzt erstmal zusammen, und danach geht's in den Wicked. Viel Spaß beim heutigen Video. Let's go! Und natürlich, bevor wir irgendeinen Lenker draufsetzen, der hier schon dabei ist, oder den Vorbau, werden wir erstmal unseren neuen Vorbau hier nehmen. Und zwar den Split Stamp von Spank. Sehr wunderbares Teil. Dazu gibt es einen Spank Vibrocore, der für harte Aufschläge beim Springen natürlich auch deine Hände schützt und dir das Springen noch leichter macht. Da werden wir meine alte Gabel reinhauen. Eine schöne Pike. Jetzt werden erstmal die Laufräder ausgepackt, denn die müssen jetzt erstmal mit Reifen bestückt werden. Und dann kommt die Bremse drauf. Tubeless brauchen wir hier nicht dran, ne? Und natürlich auch wieder Laufräder von Spank, wie man sieht. Ja, ihre Laufräder. Ihr habt gute Arbeit geleistet die letzten 4 Jahre. Ihr seid nicht gebrochen und nicht kaputt gegangen. Aber es wird Zeit für Neues. Meine Damen und Herren, Spank, Spank, Spoon. Wo ist er? Wo ist das Lochli? Hier ist das Lochli. Kann man so schwer Reifen draufziehen? Unglaublich. Jetzt muss ich nicht auf den Dirt, Alter, mit dem Dingens. Ich dreh da durch. Da ist er drum. Ja, es ist wichtig und nichtig. Leute, neues Laufrad. Neues Laufrad, neues Glück. Ich sag euch, heute klappt der Tailwhip. Also wenn der Tailwhip mit dem Rad schnell klappt, dann drehe ich komplett durch. Erstmal aufpumpen, wa? Lassen wir mal das Rad hier einmal runter. Das sieht schon gut aus, ne? Es muss nur ein bisschen alles festgemacht werden. Und der Sattel natürlich ein bisschen tiefer gemacht. Und dann geht's gleich los in a Wicked. Bin mal gespannt, was das Gerät so kann. Also, let's go! So, Freunde, ganz kurz hier nochmal aus dem Office, da eine Aufnahme verloren geht. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich mich erstmal auf dem Rad einfahren musste und euch damit ein paar Szenen zeigen wollte. Ich hatte eine falsche Einstellung, deshalb werdet ihr jetzt ein paar Szenen vom Warmfahren sehen und dann geht's los. Let's go! So, dann rollen wir mal hier rein. Was? Kette ist auch knüppelhart jetzt.
So Leute, es ist soweit. Ich habe mich ganz gut eingefahren mit der Karre. Macht ultra viel Spaß, super viel kürzer, also so bestimmt einen Zentimeter oder anderthalb als das alte Rad. Finde es auch am Start. Der wird Tricks jetzt ansagen, die ihr in den Fragensticker geschrieben habt. Und dann werde ich alles probieren. Ich hoffe, dass ich alles schaffe. Wir haben uns gemeinsam 10 realistische Sachen ausgesucht. Ich sage euch jetzt schon mal, dass es kein Clickbait-Kanal ist. Ein Flip wird es nicht geben. Von mir aus am Ende noch einen ins Formpit, aber der zählt eh nicht in meinen Augen. Dann fangen wir mal an. So, mein Lieblingsfinn, dann sag mir mal den ersten Trick, den wir jetzt hier bestreiten müssen. Wir machen einen Tuck No Hand. Tuck No Hand, alles klar, let's go. Wir können ja mehrere Versuche machen, ne? Das ist ja hier kein Game of Bike, oder? Ja. Also ich muss jetzt mal reinkommen. Das Fahrrad ist halt ziemlich kurz. Das heißt, ich muss mich so ein bisschen klein machen. Aber ich bin guter Dinge, dass es klappt. Versuch Nummer 3. Oh. Ich weiß nicht. Nee. Nee, nee. Zeig mal nochmal hier Practice. Ja, und genau so wollen wir den jetzt sehen. Ja, ich muss mich halt super klein machen, ne? Bis ans Chili sein, Alter. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ja, es kommt jetzt von dem kleinen Fahrrad, ne? Ist ein bisschen Umgewöhnung. Ja, Mann. Sechster. So, jetzt aber Nummer 7. Ja! So, Tag über Box ist durch. Jetzt hat der Finn den zweiten rausgesucht. Finn, was machen wir? One Hand Spine. Okay, One Hand Spine. Let's go. Versuch Nummer 1. One Hand Spine, fand ich, war ein richtig guter Call. Das ist ja auch nicht so ein Ding, was man immer macht. Natürlich, es gibt 1000 bessere Fahrer, wollen wir jetzt gar nicht hier drüber diskutieren, ne? 1000 krassere Sachen. Aber wir wollen ein bisschen das Rad hier testen. Darum geht's, das neue Rad hier zu testen. Kein Bock. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei Trick Nummer 3. Finn, hast du was rausgesucht? Was hast du? Einen schönen Neck-Neck. Oi, von Falk. Okay, ich gebe mein Bestes. Wow! Der war schon gut. Aber da geht's noch besser. Oh Gott, der war jetzt nicht so schön. Zweiter Versuch war nicht ganz so schön. Du entscheidest, Finn, ob der noch besser werden muss. Muss. Na gut, dann machen wir noch einen. Videoanalyse sagt, wäre schön, wenn du den hinteren Fuß ein bisschen runterdrücken kannst. Ja, ist ja wieder besser. Sollst bitte einem in die Fresse treten wollen, ne? Komm, wieder in die Fresse. Haut einem immer in Presse hier. Also, mein Neck ist ja da. Ich krieg den nur nicht so nach unten durchgestrickt. Aber ich werde das auf jeden Fall jetzt noch einmal versuchen. Ist es ja eigentlich ein Neck geschafft, der ist halt mit einem so schön. So, jetzt versuche ich den noch einmal in schön. In schön. Let's go. Ja! Videoanalyse sagt, war gut. Ja? Geil. So, Neck-Neck ist geschafft. Finn sagt, gute Analyse. Ich habe mir den noch nicht angeguckt. Aber wenn Finn sagt, ist gut, dann ist der durch. Also Finn, hast du 9? Yes, sir. Was denn? No Food Can Can. Alles klar, das ist ja gerade der Trick, den ich gerade wie Sau übe. Aber ich glaube, ich krieg das schon hin. Vielleicht kriegen wir den nicht so richtig gestreckt hin, aber ich werde mein Bestes geben. Let's go. Okay, erster Try, No Food Can Can. Let's go. Ai, 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 ai. So, okay. Die Videoanalyse sagt, war ein IT. Okay. Was macht der mit seinen ETs hier? Sag mal, wie mache ich? Wie mache ich? Muss man dazu was sagen? Hast du nicht herzlich gefallen? Alter. Ja, ich versuche den doch schon schöner zu machen. Und beide Füße gleichzeitig wegstrecken, das hilft. Okay. Oh. Na, ein Dick. Alter, was ein Pace, Digi. War komplett Schrott. Dati. Ja, musst gucken, du machst gerade so diesen Strampler, diesen IT. Oder meinst du nicht? Also Oppo No Food Can Can sind deutlich schwerer. Ah, so wie ich die jetzt mache, ist schwerer? Ja. Okay, dann probiere ich es in die andere. Let's go! Oh.
Oh, was denn da passiert? Der letzte wird jetzt gescheppert, Junge. Komm. Ja, das sah schon gut aus. Das war schon gut. Ich bin ja ehrlich, das kannst du jetzt nicht so stehen lassen. Da musst du noch einen machen. Warte, guck mal, so sieht das richtig aus. Wow. So ja. Also die Bewegung sieht schöner aus. Oh, ich fall die Box runter. Sagen wir einfach Fail, aber gut ausbaubar. Ja. Heute kriegen wir noch einen schönen hin, aber nicht mehr in diesem Video. Aber vielleicht filmen wir ja noch einen. Ja, vielleicht. Dann machen wir den am Schluss rein. Also wie ihr gerade gesehen habt, Snowboard Cancan ist wirklich ausbesserbar, aber ich übe den halt gerade tatsächlich. Eigentlich habe ich den die ganze Zeit so noch da probiert, aber dann hat mir der Finn einen Trick gesagt oder gesagt, dass ich den besser nach rechts machen soll. Habe ich besser nach rechts gemacht, fühlt sich besser an. Muss ich weiter trainieren, ist auf jeden Fall gefailt. Nächster Trick, geht ab. Was hast du? Ich würde sagen, wir bleiben direkt bei den Snowboards. Okay, was haben wir? Superman. Okay, I will try. Aus dem kann man schön Team machen. Der gerade, das war ein Superman Cake in the Air. Ja, wir machen. Du schneidest ja jetzt so ein Meme zusammen aus dem Trick, ja? Das schneiden wir jetzt rein. Okay, ey, weißt du was? Ich fäll den direkt erstmal weg. Das wird zu viele Versuche brauchen. Superman, sag ich euch ehrlich, das war 0 von 0. Da wird noch ein bisschen trainiert, um den vernünftig zu kriegen. Der Finn sucht jetzt noch einen neuen raus. Haben wir was? Was haben wir? 360. Oh, den mag ich. Den mag ich. Den mag er. Aber mit einem neuen Bike ist natürlich auch ein bisschen immer kritisch. Da ist das Überdrehen mal gerne dabei. Wir sehen jetzt als 360. Alter! So, Finn hat den nächsten rausgesucht. Was wäre das? Abu Bakr von Jochen, war klar. Schön, let's go. Also wir erklären mal ganz kurz den Abu Bakr. Man fährt die Quarterpipe einfach hoch, macht oben einen Tailtip, also man kommt mit dem hinteren Rad drauf, bringt wieder rückwärts rein und fährt fakie, also rückwärts weiter. Ich hoffe, das klappt. Abu Bakr, ein sehr ekelhafter Trick, muss man dazu sagen. Jo! Finn! Oh! Also, Abu Bakr Nummer 3, den kriegen wir aber jetzt hin. Let's go! So, hast du einen? Ist ein bisschen voll da hinten. Ja. Aber Manuel um die Bowl geht's jetzt. Jochen schon wieder. Zweimal hintereinander, der Dreckschwein. So. Kollege letztes auch schon hier. Aber das ist sexy. Also, Manuel hat halb geklappt mit Bitch-Kicks. Aber ich muss auch sagen, wir haben so viele Versuche in so viele Tricks gesteckt. Das ist schon kräftezehrend. Also, letzter Trick. Finn. Trommelwirbel. Tailwhip. Wie unerwartet. So, alles klar. Das war nicht über die Kante rüber. Dann let's go. Wir werden jetzt, glaube ich, viele Versuche. Viele? Ja, ich werde die einfach so ineinander schneiden. Ich bin euch ehrlich, ich habe bis zu dem heutigen Zeitpunkt, wo ich dieses Video hier geschnitten habe, einen Tailwhip noch immer nicht gestanden. Ich bin jetzt 9 Sessions am Trainieren. Dienstag bin ich wieder dort und das wird die 10. Session sein und ich hoffe,
Ich hoffe, dass ich ihn endlich mal stehen werde, weil dieser Trick hat mir echt Nerven geraubt. Und ich bin auf jeden Fall sehr hyped, auch die anderen Tricks weiterhin zu lernen und dran zu bleiben. Denn das Jahr wird wild. Ich sag's euch. Und wer da nichts verpassen will, der sollte auf jeden Fall diesen Kanal hier abonnieren. Denn ich halte meine Versprechen. Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, Abend oder Nacht. Egal, was ihr habt. Schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr Verbesserungen habt für meine Tricks. Und wir sehen uns auf jeden Fall entweder auf dem Trail, im nächsten Video oder jetzt im Winter in der Halle. Bis dahin, euer Nucky Day. Tschüss.